Ragnar hat den Kampf mit dem Karakiel nur knapp überlebt. Die Heiler konnten ihn versorgen und Golgari noch einmal vertreiben. Sein Bein hing kurze Zeit nur an ein paar Sehnen noch am Rest des Körpers, doch mit einem Heiltrank der Magister und etwas Magie konnte eine permanente Verwundung vermieden werden. Um die Schützen steht es dagegen umso schlimmer. Die ersten fünf starben in der ersten Sekunde noch in der Luft vor dem Aufprall aufs Oberdeck. Die anderen wurden schwer verletzt. In Bandagen gehüllt liegen sie nun mit schwersten Verätzungen in den Quartieren. Ein widerlicher Geruch nach schmerzlindernden Drogen und kühlenden Kräutern liegt hier in der Luft im Unterdeck. Die Wunden werden permanent bleiben, fressen sich durch alles hindurch und keiner der Heiler kann irgendetwas für sie tun. Ein weiterer Schütze wurde direkt in die blutige See gerissen und ward nie wieder gesehen. Ebenso die beiden Reiter der Monster. Die Arche pumpt neues Unwasser in das Schiff und erholt sich, während ihr euch ebenso kuriert. Für einen solchen Angriff sind die Verluste dann doch sehr milde. Ohne aufgebaute Geschütze und ohne Feuerbälle ist die Arche dann doch sehr verwundbar, was an sich ja auch irgendetwas Gutes hat, wenn man sich überlegt, wie groß diese Monster sind und dass ihr später einmal eine solche besiegen müsstet. 16. Zar, Mitte des Tages. Ragnar tritt gerade wieder auf das Oberdeck. Mit einem dicken, Verband an seinem Fuß, der ihn jetzt ähnlich dastehen lässt wie Bisfrabul, der hinter ihm klonkt. Ragnar, ja. Yeah. Könnt laufen. Ja, schlecht als recht, ja. Ihr solltet froh sein. Viele Leute, die verlieren ein solches Bein, nachdem es so aussah. Junge! Hasswolf kommt auf dich zu. Abenteuer. Das war ganz schön mutig von dir. Einem Karakil direkt ins Maul zu springen, um als Ablenkung zu dienen. Ziemlich dumm, aber mutig. Das war auch nicht ganz mein Plan, aber es hat ja am Ende doch alles funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich wollte gerade sagen, bei einer Seeschlange mag das funktionieren, die sind größer, die könnte ich bei einem ganzen Stück verschlingen, aber naja, guck dir die Dinger da oben an. Du kannst auch noch so sehen, wie die Karakile, die jetzt oben auf dem Oberdeck liegen, sich ganz leicht in Rauch und Limbusnebel langsam verflüchtigen und sich ganz, ganz langsam auflösen. Wahrscheinlich so nach einer halben Stunde werden sie verschwunden sein. Nun, die Seeschlangen, die ich besiegt habe, da habe ich andere Strategien an den Tag gebracht, aber da hatte ich auch ein paar mehr Geschütze zur Verfügung. Bisfrabul steht immer noch hinter dir. Wenn du noch einmal so etwas machst, kann ich dich nicht weiter beschützen. Dann musst du eine eigene Chorweihe antreten. Den Mumm dazu hättest du zumindest. Ah, vielleicht denke ich drüber nach. Glaubst du, dann würde ich es zu einem guten Chorgeweihten bringen? Würde ich irgendwann mal so gut sein wie du. Viel üben. Viel üben. Okay. Man schaut den Mann mal so von oben nach unten an. Überlegt kurz, ob man auch ein Chorgeweihter werden will wie er. Schaut und sein Blick bleibt dann an dem Bein aus Stein, aus Metall hängen. Schüttelt man nur leicht den Kopf und ja. Ja, du siehst auch noch diese Einkerbung. Das ganze Ding hatte ja die Ingrim-Kirche für ihn geschmiedet oder eingegossen, vielmehr. Wirklich schmieden war nicht, aber du siehst auch eine ziemlich fiese Rille von Yamish Aquam darin, wo immer noch Unwasser rausläuft. Aua. Und die Raffgier hättet ihr, aber ich fürchte, euch fehlt die der Blutdurst. Der kommt von ganz alleine. Was soll das heißen? Und Raffgier, würdet ihr das so in der als Chorgeweihter auch ausdrücken? Klingt ja nicht sehr freundlich, was er da über eure Kirche sagt. Wie nennt ihr es bis Frabul? Gutes Gold, nicht wahr? Gutes Gold, guter Kampf. Du solltest uns nicht mit unkontrollierten Torwalern, mit Berserkern verwechseln. Die habe ich auch schon gesehen. Dabei blickt er mal rüber zu Hasswolf. Wir sind anders. Wir lieben den Rausch des Nahkampfes. Wir können ebenso auf Taktiken angewiesen sein und sie benutzen. Extrem effizient. Effizienter als die Rondra-Kirche. Spuckt aber einmal aus. Aber unsere Tapferkeit kündet von ganz alleine.
Wir haben auf Hunderten von Schlachtfeldern gekämpft und Tausende gewonnen. Siege, die wir einfahren. Gebt nur Acht, dass ihr bei eurer Gratwanderung nicht eines Tages auf der falschen Seite landet. Ihr werdet nicht der Erste. Es ist erst, wenn dein rasendes Herz im gleichen Takt wie die aufeinander prallenden Waffen geschlagen sind. Erst wenn das umherspritzende Blut deines Feindes sich getauft hat. Dann bist du ein wahrer Jünger, ein Jünger des Chor. Wenn du die Schwärze des Feld, der Feldschlacht abgeschüttelt hast, kannst du in die sterbenden Augen deiner besiegten Gegner blicken. Dann hast du wahrlich gekämpft. Ich denke, ich verzichte. Gute Wahl. Kapitän! Der Ritter Jagold kommt wieder auf dich zu. Wie handhaben wir das Ganze jetzt? Wir verlieren schon wieder irgendwas, was aus dem Schiff dringt. Aus dem Schiff dringt? Was denn diesmal? Gehst an die Reling, kannst nach vorne dich ja so ein bisschen abknien und kannst dann sehen, dass aus dem Maul beziehungsweise aus verschiedenen anderen Löchern jetzt... Was ist das? Du siehst, wie weißer Schleim aus dem Schiff sickert, gelber Eiter verpestet die Perlen mehr und weiter verbraucht das Unwasser, was nun hochgiftig dazu beiträgt, dass dieses Areal für Mensch und Tier einfach unbewohnbar ist. Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Ich werde seine Gnaden einmal danach befragen. Gut, mache ich mich dann entgegen meiner eigentlichen Pläne. Den Weg zum Oberdeck. Wenn ich an Ragnar vorbeikomme und an Rommel.de, nicke ich denen nochmal zu. Wenn sie mitkommen wollen, dann geht's aufwärts. Ja, an einem Nicken kann ich nicht feststellen, wo du hin willst oder was du von mir willst. Deswegen würde Ragnar da bleiben. Ja, hat er aus. Hätte Rommel.de zur Krankenstation gebeten. Euer Hochwohlgeboren. Rommel.de reicht. Rommel.de, gut. Erfadaos. Nun, Erfadaos Stimme wird etwas leiser. Ihr und eure Schwestermannschaft. Es heißt doch, ihr seid bekannt für Wunder. Ist da vielleicht etwas da? Nun, Erfadaos schaut sich um. Man sieht die ganzen Leute, die schon bald an ihren verätzten Wunden sterben werden. Ist da etwas dabei, was man vielleicht tun kann, um sie zu retten? Oder wenigstens auf ihre Schmerzen? Heilung bin ich selbst überhaupt nicht bewandert, aber ich habe da durchaus noch eine Idee, was man vielleicht tun kann. Ich werde noch einmal mit dieser Fee sprechen. Vielleicht kann sie uns helfen. Gut, ich werde so lange bei den Männern hier bleiben, ihnen zusprechen und versuchen, sie zu beruhigen auf ihrem letzten Pfad. Ich werde tun, was in meiner Macht steht, um eine Lösung für das Problem zu finden. Gut. Kommen dürfen. Verdaus geht dann zu einem der schwer Verletzten. Und wird, wenn noch eine der Hände nicht verätzt ist, die Hand ergreifen. Wie ist dein Name, mein Sohn? Mein Herr, du siehst, wie eine der Heiler an dich herantritt. Sie sind alle bewusstlos. Wir haben sie mit Drogen in den Schlaf geschickt. Da habt ihr etwas Gutes getan. Es gefällt mir aber nicht, dass... Nun, gibt es noch eine Chance, dass wir sie retten können? Sie werden nicht sterben, wenn ihr das meint, aber sie werden nie wieder so sein, wie sie waren. Wir haben hier 6 Leute liegen, die wir retten konnten. Der eine, Herdan ist sein Name, er hat sein Augenlicht verloren, er wird für immer blind bleiben. Die anderen haben, nun, durch die Säure ihre komplette Haut verloren. Es hat sich einfach durchgefressen. Wir tränken sie in heilsame Wundbandagen, die sie ihr ganzes Leben lang tragen werden müssen.
Wir tränken sie mit Weihwasser, so dass es nicht scheuert. Und dann setzen wir ihnen eine Maske auf, damit. Nun ja, sie gibt dir eine dieser Masken. Es ist wohl eine Rabenmaske. Und hält sie dir einmal hin zur Betrachtung. Und das ist, damit wir ihr Gesicht nicht sehen müssen, ihre Heldentat? Oder warum? Sie sollten ihre Haut komplett verbergen, ja. Sie ist schutzlos, das offene Fleisch. Selbstverständlich haben wir die Wundverbände darüber gelegt, aber so schützen wir diese vor dem Austrocknen. Sie können diese Maske aufsetzen und können so dann weiter unter uns wandeln. Die Rabenmaske erinnert an Golgari und Bishtariel, der ihnen die Träume schickt. An Boron. Fadaus verkrampft seine Faust und schlägt auf den Tisch. Es darf nicht wahr sein. Die Spiele der Götter. Es ist eine Sache, wenn sich ein Mensch entscheidet, sein Leben zu geben. Das, was er bisher an Erinnerungen gesammelt hat, an schönen Momenten. Aber dass er ihm, den allen hier, jetzt das Leben nehmen, was sie in den nächsten Jahren, Jahrzehnten gehabt hätten, das ist wirklich ein neues Maß an Grausamkeit. Verdammt! Euer Gnaden, das passiert seit Jahren. Vielleicht nicht hier, aber schon in Schwarz-Tobrien ging es vielen anderen nicht anders. Und die Götter haben damit nichts zu tun. Das ist allein das Werk des Chaos. Eine weitere Erinnerung daran, weshalb wir hier kämpfen. Die Männer und Frauen hier sind alles Helden. Spart keine Kosten und Mühen, um ihre Qualen zu lindern. Habt ihr verstanden? Ihre Namen wurden bereits auf eine Steinplatte geschrieben, auf dass sie niemals in Vergessenheit geraten werden. Aber ob sie weiterhin euch dienen wollen, können, werden, das vermag ich nicht zu entscheiden. Ich habe sie nur von der Totenbahre gerissen. Sie werden überleben. Grausam entstellt. Ihr habt gut getan. Nun, jetzt ist die Zeit der Erholung, der Genesung. Wenn Sie erwachen und wieder sprechen können, schickt nach mir. Ich will mit Ihnen reden. Jawohl, Euer Gnaden. Und dann geht er von aus. Romili! Romili! Kannst sehen, wie wohl Ich. eine deiner Schwestern so halb verborgen hinter einem Pfosten steht und dich dann herbeiwinkt. Wo bist du gerade? Der Krankenstation war ich Auf der Krank. zuletzt. Ah, okay, gut. Dann tritt sie an dich heran. Bist du schwer verletzt? Liegst du im Bett? Ich weiß gar nicht, wie sieht das aus? Romilly hat die rechte Hand verätzt, ansonsten ein paar Blessuren, aber sonst lebt sie noch. Hm, okay. Ja, dann winkt sie dich irgendwie in das Treppenhaus hinein, sodass ihr da ungestört in diesem kleinen Treppenhaus reden könnt. Ah, Romilly folgt ihr selbstverständlich. Alles in Ordnung mit euch beiden und den Tieren? Selbstverständlich, aber warum habt ihr das getan? Jeder auf dem Schiff weiß jetzt, dass ihr fliegen könnt. Am helllichten Tage. Sie wissen auch, was ich bin. Solange nicht bekannt wird, was ihr seid nur zwei gelehrte Freundinnen. Aber sagt, kennt ihr euch in der Heilkunst ein wenig? In der Heilkunst, nun ein bisschen nicht gut. Fürchtet. Um wen geht es? Sechs tapfere Männer liegen hier fürchterlich entstellt. Ich habe keine Ahnung, ob es irgendeine Möglichkeit gibt, ihnen überhaupt irgendwie zu helfen. Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was es, wenn die Sordulz-Äpfel aus dem Mondschen Material gefertigt worden sind, was sie höchstwahrscheinlich sind, dann kann nichts in ihnen helfen. Willi atmet tief durch. Jan will. Die Inquisition ist an Bord. Wenn die Mannschaft redet, und dann werden sie nicht nur euch befragen, sondern dann werden sie auch uns befragen.
Ihr solltet euch vielleicht darauf vorbereiten. Zumindest weiß jetzt jeder an Bord, dass zumindest ihr fliegen könnt. Omelie nickt ziemlich schuldbewusst, ich weiß. Aber Kopf hoch, es wird sich alles zum Guten. Göttin wird über uns wachen. Also gut. Ich vertraue euch. Seid vorsichtig und denkt dran, wenn's zu arg wird. Zur Not selbst verschwinden, euch in Sicherheit bringen. Ja, das. Danke. Also gut, ich gehe wieder. Ich wollte euch nur warnen. Ja, und seid vorsichtig. Ach, Romilly eilt dann auf kürzestem Wege, oder versucht es zumindest, die Fee noch einmal aufzusuchen, die wir vor einigen Stunden kennengelernt haben. Ja. Dann kannst du wieder minutenlang in der Klaschembe umherkriechen, in Richtung Achter trotz der Safranfass und stehst dann wieder in der Kapitänskajüte aus Walnuss, um dich herum die 10 Alraunen, die dich nicht angreifen, sondern nur betrachten, und die Fee, die um dich herum schwirrt. Was kann ich für dich tun? Suche deinen Rat. Sag mir, dieses Seelenschiff, was war das? Was? Dieser Safranfass. Ja, was Eine ist Kugel. Ein Seelenschiff? Sie, was ist ein Seelenschiff? Sie war mein Schiff. Wir waren darauf gebunden. Wir können hier nicht weg ohne sie. Denn auf diesem Ball bewegen? Ja. Aber es tut weh. Die Dämonen sind. Sie stören uns. Wir helfen. Wir müssen hier raus. Die gesamte Kajüte muss hier weg. Wir können uns nicht bewegen. Schwierig, fürchte ich. So eine Idee, warum ihr... Um eure Kajüte überhaupt noch intakt hier ist? Das weiß ich nicht. Vielleicht liegt's am Holz. Holz hat eine besondere Eigenschaft? Das ist Walnuss. Sie ist hart. Ich werde nach einem Weg suchen, dir zu helfen. Es wird dauern, fürchte ich. Versuch es. Du bist unsere einzige Rettung. Ich werde wiederkommen. Was tun die anderen derweil? Romilly ist eine Stunde weg. Nachdem ich in den Turm hochgelatscht bin und da niemand war, bin ich auf die Krankenstation. Na, wen suchst du denn im Turm? Wen suche ich wohl im Turm? Von daher aus natürlich. Okay. Ja, kann ja sein, dass du mit Xyleste oder so reden willst, weil die sind da. Ja, mit denen rede ich nicht gerne. Nein. Also ich gehe auf die Krankenstation erstmal. Wenn ich ihn da finde, ist gut, ansonsten sehe ich mir erstmal die Kranken an. Wie auch immer von denen noch übrig ist. Ja, du wirst einfach das irgendwo zwischen Oberdeck und Krankenstation unterwegs finden. Euer Gnaden, habt ihr einen Moment? Ja, dann, natürlich. Die Verletzten sehen nicht gut aus. Wie gut ist nicht gut? Nun, einer wird auf immer erblindet sein, nie mehr das Mal des Herrn Preios sehen, die anderen für den Rest ihres Lebens entstellt. Verflucht. Hätte schießen sollen. Wie meint ihr? Ich hätte schießen sollen, als ich auf der Plattform stand. Ich hatte den Reiter vor mir und stattdessen bin ich gesprungen.
Oh. Nun, zögern kann hier auf der blutigen See. Ah, da erzähle ich dir nichts Neues. Wir müssen uns auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Ihr habt recht, weil wir gerade davon sprechen. Wir verlieren eine Flüssigkeit. Everdaus schaut kurz auf deinen Schritt. Wie meinst du das, Jalan? Das Schiff verliert eine Flüssigkeit. Wenn du etwas weißlich, gelbes, es riecht widerlich und sieht auch nicht gut aus. An welcher Stelle ist das? Vorne am Maul, denke ich. Ich müsste nochmal über die Reling schauen. Frag die Steuerfrauen vielleicht mal danach. Ich will mich nicht länger mit denen abgeben. Mit den... Nun gut, sicher, dass du nicht mitkommen willst. Ich, diese ganzen Gelehrten da oben im Steuerbaum, die... Ich fühle mich nicht wohl mit denen. Die haben da nichts verloren. Sie tun ihr Bestes, um Piranianer aus der Arche zu lösen. Ja, aber wir brauchen Piranianer da. Sie ist... Ohne sie kann dieses Schiff nicht fahren. Wir werden eine Möglichkeit finden, das Schiff ohne sie zu fahren. Ich sage, wir finden eine Möglichkeit, sie zu retten. Aber der Moment, in dem wir sie retten, das wird der sein, in dem alle Archen vernichtet sind. Möglich. Ich habe dem Markgrafen von Warung eine Nachricht geschickt. Wir werden sehen, ob er darauf antwortet. Vielleicht möchte er seine Töchter sehen. Wenn es vermutlich nicht sehr gut für ihn wäre. Nun gut. Ich werde mit der Bösen der Schwestern reden. Ja, lasst euch nicht von ihr übers Ohr ziehen. Ja, Ferdaus wird dann seinen Weg oben zum Steuerbaum machen. Hat Ragnar in der Zeit was vor? So direkt nicht, ne. Wahrscheinlich in die Küche gehen und die Leute anmeckern, dass sie das Essen vernünftig machen sollen und über die Schmerzen jammern und den generellen Ohr abkauen und sie generell nur voll jammern und scheiße sein Leben doch ist und so weiter und so fort. Neueste Gerüchteküche. Es gibt Hexen an Bord. Quatsch, alles Unsinn. Ne. Alles Unsinn. Willst du versuchen, das auszureden? Ja. Überzeugenprobe, erschwert um... 7. Es gibt nur sehr magiebegabte Magier hier an Bord, die sogar auf ihrem Stab reiten können. Das ist ja interessant. Mensch, ja, sie setzen sich hin. Ja, ich habe gehört, du bist zum Karakir in den Maul gesprungen. Alle reden davon. Nein, Quatsch. Alle reden davon, wie mutig das war. Ich habe ihm die Zunge rausgerissen und wollte ihn für ein neues Experiment gebrauchen. Allerdings habe ich festgestellt, dass die Zunge sich aufgelöst hat. Und naja, irgendwie ist dann mein Bein hängen geblieben und ja, dann ist halt das hier passiert. Ja, wir haben gehört, du hast deinen anderen Helferner genommen und du hast ihm dann den Kopf abgeschnitten. Das war auch wahr. Also nicht nur das, auch hier mein guter Freund Bisfabu Blutschluck, den ich schon seit Jahrzehnten kenne, ja, mit dem ich zusammen auf die Kriegerakademie gegangen bin. Ja. Naja, wir beide haben jeweils einen Karagil getötet. Ja, das habe ich auch gehört. Es hat wohl oben da rumgesprungen und, dein anderer Helpin ist kaputt gegangen, habe ich gehört. Ja, das ist ein schwerer Verlust, der gehört meiner Familie, müsst ihr wissen. Ja. Und, naja, ich glaube, da muss ich dann mal wieder zu meinem Vater und der soll mir einen neuen schmieden. Ja, Mensch, das ist ja ganz schön interessant. Der ist nämlich König von den Amboss-Zwergen. König? Du bist ein Zwerg. Du bist ganz schön groß für einen Zwerg. ein Amboss-Zwerg, sag ich doch. König von den Amboss-Zwergen. Wow. Würfel nochmal eine Überredenprobe Lügen hinterher. Wieder Schwert um 7. Dann kannst du erzählen, was du willst. Ja, einmal mit Probe. Einmal. Ja, Ragnar wird ab sofort auch als Zwergenprinz. Ragnar Zwergenprinz wird ab und sofort in der Küche geheißen. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir später vertiefen. Everdaios geht nach oben zu Xylester und Peregniane. Ah, Magistra.
Ja, tretet doch bitte nicht in den Kreis. Einer eurer magischen... Ich will es eigentlich... Verzeiht, haben eure Leben und ihr Fortschritt gemacht. Selbstverständlich haben wir die, aber wir sind nur dem Kapitän Rechenschaft schuldig. Gut, das heißt, ihr wollt mir jetzt keine Zusammenfassung geben? Ich sehe aktuell keinerlei Anlass dazu, dass ich euch eine geben muss, nein. Also, was wollt ihr jetzt hier oben? Ihr verlasst jetzt bitte den Steuerraum hier. Nein. Gut, wir können das auch anders klären. Ihr könnt euch gerne beim Kapitän beschweren oder beim Schatzmeister. Ich habe einen offiziellen Auftrag und ich habe vor, ihn nun abzuschließen. Nun, ihr wurdet hier an Bord gebeten, aber ihr wurdet nicht in den Rang eines Offiziers erhoben. Ich denke, ihr kennt die Regularien an Bord eines Schiffes. Nun, wenn ich richtig informiert bin, dann seid ihr in beratender Tätigkeit dem Kapitän beigesetzt, nicht wahr? In beratender Tätigkeit. Ihr habt keine Befehlsgewalt über uns. Als erster Steuermann und Offizier unterstehe ich dem Kapitän. Welchen Rang bekleidet ihr an Bord? Welche Position in der Reihenfolge nehmt ihr ein? Ich bin Bordmagierin. Und damit sollte euch eigentlich klar sein, dass ich neben euch stehe und nicht unter euch. Seht ihr das so? Also, ich gebe euch jetzt noch einmal die Chance, dass ihr euch mit den beiden unterhalten dürft. Die Erlaubnis ist also gewährt. Und wenn ihr das nicht wollt, dann könnt ihr gerne euch beim Kapitän darüber beschweren, wie wir unsere Arbeit jetzt vollrichten. Schon witzig. Ich sagte doch gerade, dass wir noch auf einer Stufe stehen und schon gewährt ihr mir Zugang zu meinem Deck. Ich kann mich jederzeit um sie kümmern, Nefertarius. Du siehst wieder, wie sich der Todebaum nach unten dreht, biegt und wie die Äste jetzt mehr wie Klauen wirken, um jede einzelne aufzuspießen. Über ihnen, über den Köpfen schweben die Äste. Cora war der Name, nicht wahr? Nun, das ist richtig und ihr solltet vielleicht die beiden Steuerfrauen davon überzeugen, wenn ihr denn wisst, wie man sie kontrolliert, dass ein Angriff doch sehr ungesund auf uns wäre. Nun, ich schätze, ihr seid zu eurer Position gekommen, weil ihr fähig seid. Ihr seid es auf jeden Fall nicht wegen eurer Freundlichkeit. Vertraus tritt an ihr vorbei und auf Xuleste zu. Ich warne euch. Wenn ihr den Kreis verwischt, werden wir sehen, was passiert. Vertraus wird so tun, als würde es er ignorieren, aber aufpassen, dass er nicht auf den Kreis tritt. Celeste. Unser Schiff. Ich mache mir Sorgen, es verliert eine weiße Flüssigkeit. Vorne beim Maul. Hat die Arche Hunger oder was ist das? Das ist das verbrauchte Unwasser aus unseren Adern. Du solltest dir keine Gedanken darüber machen. Wir geben der blutigen See nur das zurück, was sie verdient. Also einfach das spricht in einem flüsternden Ton. Ah, also ein weiteres notwendiges Übel. Reinste Säure. Wir könnten... Ephadas hat den Gedanken, dass wir daraus ja vielleicht auch so etwas wie Sordus-Äpfel bauen könnten. Ja, du weißt aber auch wohl von... Würfel mal eine Hauswirtschaftsprobe, dann erzähle ich dir was. Okay, kommt sofort. Unabhängig davon, du weißt ja, wenn ihr volle Handlungspunkte habt, dann habt ihr was Besseres als Sordus-Äpfel. Gut, ohne Handlungspunkte müsstet ihr natürlich auf was anderes ausweichen. Ja, und du hattest nicht zugehört, als Ragnar mit seinem schwarzen Notizbüchlein in der Offiziersbesprechung dir dann irgendwas auferzählt hatte. Also, ja, könnte man neue Sordus-Äpfel mitbauen. Oder was Besseres oder was anderes.